Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearts of Iron 4 mit Battle for the Bosporus. Ihr wollt mehr sehen und mehr zu gewinnen, let's bless passen, dann abonniert meinen Kanal. Wir spielen Bulgarien. Haben wir hier? Bulgarien hier. Zar Boris ist neutral, gibt jede Menge Minus ohne Ende. Ansonsten haben wir noch die zweite nationale Katastrophe, auch noch jede Menge Minus für uns. Wir haben hier die Armeebeschränkungen, jede Menge Minus, können wir aber auch wegmachen. Und Imro bekommen wir auch noch weg, aber es ist sehr, sehr politisch lastig alles. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir spielen alles historischer Schwerpunkt. Ich möchte gucken, auch wie da die Türkei spielt und vor allem dann auch Griechenland. Und wie sich das dann auch auf die restliche Welt auswirkt. Und wir starten dann auch gleich mal durch. So, das ist das kleine Bulgarien, hat nicht viel. Und hier sind die Parteien von denen. Da müssen wir gucken, dass wir auch die ein oder anderen wegbekommen, dass sie nicht im Weg sind. Wir können sie hier auch wieder bewaffnet Bulgarien. Und mehr ist dann noch nicht. Der Rest kommt alles über den Tech Tree hier oben. So. Aber den Machtzuwachs, am Anfang haben wir nicht viel. Deswegen gehen wir hier rüber. Alle macht den Zahn. Hier drüben das Ganze ist das Politische. Und wir müssen auch gucken, dass wir da auch jede Menge politische Macht bekommen. Denn das kostet ohne Ende, hier die Dinger wegzukriegen. Also immer so zwischen 20, maximal 40 ist es hier, glaube ich. Später können wir dann weiter unten noch Ausrüstung von Deutschland kaufen. Es besteht noch die Möglichkeit, den Putsch hier weiter voranzutreiben. Man kann auch einen Bürgerkrieg auslösen. Aber wir probieren jetzt einmal die Schiene. Wir müssen hier gucken, das sind die anderen Parteien hier. BBNL, das sind die Faschisten. Da müssen wir mit den Beratern hier die paar, wo es gibt. Nein, nicht die Kommunisten. Ja, hier. Mit dem hier, mit Faschisten und nochmal zwei können wir hier das minimal hochpushen. Und auch aufpassen mit den Entscheidungen. Dementsprechend verlieren die auch teilweise dann was. Wieder. Dann dauert es halt natürlich wieder länger. Zum Beispiel hier unten begrenztes Frauenwahlrecht. Und zwar ist hier ja. Bum, 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 bum. Veränderung der Beliebtheit hinsichtlich Faschismus ist grün. Ist sozusagen für uns grün, weil sie weniger werden, aber wir wollen Faschistes werden, daher ist es schlecht. Die Forschungen finden wie immer ganz normal statt. Elektrotechnik, ansonsten gleich mal in den Bau mit rein. Hier gibt es nicht viel. Manpower können wir eh in die Tonne treten. Das müssen wir auch erstmal machen. Aber wir können hier dazu bauen. Es gibt. Ja, wir bauen mal Militär, ein paar Zivilfabriken. Das ist nämlich auch fix voll dann. Moment, Moment, Moment. Wir haben zur Verfügung drei Militärfabriken. Die sind im Bau. Wir machen nochmal zivile. Hier noch eine. Und hier noch eine. Machen wir es voll, dann können wir wenigstens handeln. Gut. Viel haben wir ja nicht, das ist richtig. Deswegen benötigen wir auch Stahl. Handeln wir ein. Stahl. Stahl. Wo ist Deutschland? Hier. Die freuen sich natürlich über eins. Und ansonsten gibt es hier nicht viel. Hier. Wir haben. Ich glaube, das gehört nicht mal uns. Ich meine nicht. Doch. Drei Aluminium und ein Chrom. Also, das ist nicht die Welt. Hier können wir ein bisschen was dazu bekommen. Hier drüben auch, aber da brauchen wir Beliebtheit der Faschisten sozusagen. Und ansonsten geht alles hier drüben dann. Bauplätze, Zeug und was auch immer. Aber wir fangen hier drüben jetzt erstmal an. Wir geben einmal richtig Vollgas drauf, damit da auch was vorangeht. Bauen brauchen wir nichts, wir haben nämlich nichts dafür. Und der Rest kommt alles dementsprechend dann. Hier geht's minimal voran.
Langsam, aber es bleibt langsam. Ja, hier haben wir die Wiederbewaffnung, Armeebeschränkung eigenmächtig aufheben. Das ist nach unserer Niederlage im Ersten Weltkrieg und dem Vertrag von Neuilly-sur-Seine unterliegen unsere Armeen enorme Einschränkungen, aber Europa droht turbulenten Zeiten. Und wenn wir die territoriale Integrität Bulgariens und die Freiheit seiner Bürger wahren wollen, müssen wir einen Weg finden, diese Einschränkungen hinter uns zu lassen und unsere Armee wieder aufzubauen. Die Armeebeschränkungen, das ist hier. Wo haben wir die Armeebeschränkungen? Das sind die hier. Die können wir damit rauslösen. Kostet aber auch. Wir brauchen nämlich. So. Musst du treffen, wir sind im Krieg. Oder wir sind im Bündnis. Und da gucken wir spätestens dann. Dass wir hier unten, wir treten hier in Deutschland heran und hier unten können wir den Achsenmächten dann noch beitreten. Aber eigentlich ist hier oben alles schwerlastig. Wir können hier das Regime unterstützen oder hier rechten Minister ernennen. Da kriegen wir auch dementsprechend einen tollen dazu mit täglicher Beliebtheit. Faschismus plus 0,1, den werden wir dann auch natürlich einsetzen. Und ansonsten müsst ihr auch aufpassen, Fraktionsloyalität. Dementsprechend könnt ihr das auch mitwirken. Am Anfang geht nicht so viel. Wir haben 10 Divisionen, 2 Kavalleriedivisionen. Wir haben überhaupt keine Flotte. Und natürlich 84 Jäger gibt's bei uns. Wir haben Häfen, das ist klar. Aber wir haben natürlich keine Ressourcen hier zur Verfügung, um auch irgendetwas zu machen. Wir können. Achso, wir haben keine Werft. Echt jetzt? So, das Äthiopien hat kapituliert. Das ist das, was. Ah, die Macht des Zahns. Sehr gut. Die Rheinlandbesetzung ist am Start. Die Macht des Zahns. Da haben wir politischen Machtzuwachs. Hat der. Unser Boris bekommen. Wir haben da oben politische Macht hier dazu bekommen. Die ist auch dringend notwendig. Und ansonsten unten weiter gucken. Der Berater für die Kommunisten ist dazu bekommen. Die brauchen wir nicht. Wir ernennen jetzt noch neben den rechten Minister mit. Hier ist es jetzt aufgegangen, dass ihr dementsprechend die Parteien runterdrücken könnt bis zur Zerschlagung. Wir wollen hier nach unten natürlich die nationalistische Bewegung vorantreiben. Das machen wir auch. Wir können sie hier diskutieren. Dementsprechend verlieren sie zum Beispiel die Agrarunion minus 10 Fraktionsloyalität und Fraktionsbeliebtheit. Und ansonsten können wir eine Rede zulassen, wenn sie pushen wollen. Dann gibt es halt ein bisschen was dazu. Den Maulkorb, dementsprechend auch, wie tief das hier sinkt. Die Beliebtheit kann man auch noch andere Sachen dazu nehmen. Aber wir fangen mal an. Ja. Wir fangen hier oben an. Dementsprechend, es kostet echt immer viel. Alle 7 Tage. Das geht ordentlich ins Geld rein. Die Türkei remilitarisiert die türkische Meerenge. Das hier drüben. Die Türkei und die Sowjetunion haben vereinbart, den Vertrag von Lausanne zu überarbeiten, der unterzeichnet und implantiert wurde, nachdem er die junge türkische Republik im türkischen Unabhängigkeitskrieg die Entente zurückgeschlagen hatte. Der Vertrag wird seit langem als Angriff auf die türkische Souveränität kritisiert, aber heute wurde er endlich zugunsten des neuen verabschiedeten Vertrags von Montreux abgeändert. Die Türkei hat nun die vollständige Kontrolle über den Verkehr in den türkischen Meerenge und die angrenzenden Gebiete wurden von der Türkei remilitarisiert. Die an den Prozess beteiligte britische Regierung ist einfach nur froh, dass der Konflikt in der Region vermieden wurde. Wieder wird ein Vertrag des Ersten Weltkriegs gebrochen. So, das war einmal hier unten. Mit hier drüben, das war alles demilitarisiert und dementsprechend haben sie es jetzt auch wieder dazu bekommen und hier werden jetzt auch gleich die ersten türkischen Truppen auflaufen.
Können wir mal reinschauen. Türkische Berater. Hier ein paar Berater. Die kosten alle 4. Ja. Hier hat er den Machtzuwachs dazu bekommen. Und ansonsten. So. Hier sind sie gesunken. Jeweils um 10. Jetzt können wir hier weiterarbeiten. Für die Breite Sozialisten. Die bekommen minus 5 Fraktionsloyalität und minus 5 Fraktionsbeliebtheit. Können wir machen. Ansonsten geht es damit auch nicht weiter. Ich scroll bloß immer wieder darunter, falls da unten schon die ein oder anderen Sachen neu dazugekommen sind. Elektrotechnik. Sehr gut. Das lobe ich mir. Nehmen wir gleich weiter dazu. Viele Tech Trees haben wir nicht. Hier drüben kann man... Hier drüben nimmt man dann den 4. sozusagen mit dazu. Schiffswerft. Ach so, haben wir keine. Da nehmen wir eins raus und bauen dafür einfach mal eine Schiffswerft hin. Ja, dass wir eine haben. So, dass man es hat. Was man hat, hat man. Und den Rest gucken wir, dass wir den so dazu bringen. Ah, stopp, 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 stopp. Stopp. Hier drüben ist es nämlich ein Kriterium. Hier. Mehr als 20 Fabriken. Wir brauchen mehr als 20 Fabriken, um hier runter zu gehen. Um noch ein bisschen Bonus dazu zu bekommen. Aber da gucken wir später weiter. Fabriken, Fabriken. Ach, wurscht. Komm. Werft raus. Hier. Zivilfabrik rein. Passt. Können wir dann mehr bauen. So, jetzt können wir auch die von den breiten Sozialen die Anführer inhaftieren, muss aber die Fraktionsbeliebtheit unter 40 sein. Wir sind hier genau 40. Dementsprechend müssen wir dagegen sozusagen demonstrieren. Und dann geht es hier dann auch weiter runter. Es geht hier oben richtig in die politische Macht. Viel bleibt nicht mehr übrig dann. Aber ihr werdet dann sehen. Können wir Razzien machen. Kriegen wir die hier nämlich komplett weg. Jetzt haben wir die Arbeiterstreiks. Mitglieder der breiten Sozialen haben sich den Bemühungen der Kommunisten angeschlossen, landesweite Streik unter den industriellen Arbeitern anzuzetteln. Durch geheime Versammlungen und Treffen konnten die großen Sympathien im bulgarischen Proletariat gewinnen. Wenn wir in der Region, in denen diese Streitführer am beliebtesten sind, für Ordnung sorgen müssen wir vorsichtig vorgehen, damit die Situation nicht zu etwas noch schlimmeren als zu Streiks eskaliert. Der Hunger wird sie irgendwann wieder in unseren Schoß treiben. Da gibt's Beliebtheit Kommunismus und Arbeiterstreiks für 120 Tage und wir werden sie um jeden Preis vernichten. Fraktionsbeliebtheit plus 5, Veränderung Beliebtheit hinsichtlich Kommunismus 5%, Hebräfex 15%, 15 Tage Arbeiterstreiks, bum 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 bum. In Reihe von wird dabei beschädigt, hohe Unterstützung für den Kommunismus und hohe Beliebtheit in der Gruppe namensbreite Sozialisten nehmen wir nicht. Wir tun hier die breite Sozialisten unterdrücken. Dementsprechend ist hier auch die Arbeiterstreiks mit dabei, endet am 22. August. Das können wir hinnehmen. Das ist jetzt noch nicht wirklich so extrem viel. Aber ganz, ganz langsam kommen wir dann da schon hin. Zweiter Flottenabkommen wird unterzeichnet. Wir pesen hier drüben weiter. Wir gehen auf Bauplätze 20. Fabrikleistung 15. 10. Ich finde eigentlich das hier, die verteilte finde ich eigentlich immer besser, weil die Bauplätze sind gleich. Die Fabrikleistung, das ist eigentlich nur 5%.
Bombardierung, Umgebungsgeschwindigkeitsbonus. Ich finde es einfach am besten von allen. Nicht genug Ressource, ja, das ist das eine Gummi, was uns fehlt. Aber da können wir nicht viel machen. Wir sind hier. Wir können hier die Sozialen weiter unterdrücken, wenn man möchte. Breite Sozialen unterdrücken hält Dissidenten aus unserer Fraktion davon ab, in näherer Zukunft für Ärger zu sorgen. Kann man machen, aber wir hier können wir weiter demonstrieren. Dementsprechend geht richtig, richtig da oben rein, ne? Hier sind wir gleich weiter mit den rechten Minister. 70 Punkte. Da gucken wir dann, dass wir hier auch plus gehen. Die anderen zwei wollen wir auch raushauen. Den Zar ebenfalls. Der rechte Minister haben wir ernannt. Spanische Kur unterstützen. Können wir machen. Ist eigentlich auch recht nett. Wir kriegen bessere Meinungen. Wir kriegen ein bisschen Mannstärke mit dazu. Wir können Divisionen rüberschicken. Freiwillige werden mehr. Und achso, der hat noch nicht begonnen. Meine Güte. Was ist los, Visio? Dude. Baugeschwindigkeit, Zivilfabriken. Extrem rechte Organisationen erlauben. Rekrutierbare Bevölkerung Faktor. Das ist, dass wir mehr oben bekommen. Ansonsten. Die Kommunisten vernichten. Svenno blieb halb. Ja, wir gehen hier mal runter. Treiben das hier weiter voran. Das geht hier auch. Jetzt können wir hier nationalistische die Reden erlauben. Wir können ihnen einen Ballkopf geben oder wir können sie auch diskreditieren. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen sie hier vor allem auch legalisieren. Da kriegen sie auch noch ein bisschen Push mit dazu. Aber als alle. Wir wollen erstmal hier oben. Wir wollen hier oben mal weitermachen. Wenn die Beliebtheit sogar auf Null ist, können wir die komplette Partei vernichten somit. Sehr gut. Bauwesen. Schreiten wir auch weiter voran. Ressourcen haben wir nicht viel. Treibstoffsilo. Ist eigentlich richtig teuer. Wir, ja, das brauchen wir alles erstmal nicht. Ja, wir können uns raussuchen, was wir hier wollen. Hier haben wir ein bisschen Power dabei. Lazarette, Artillerie. Ich glaube, bei denen war es hier der große Schlachtplan. Das wird's nicht, das wird's auch nicht. Massen, ja, dann bleibt's bloß nur hier. Nehmen wir die mit. Genau. Kommunisten vernichten. Kriegt der Rest plus. So, gucken wir hier rein. Das sind 4 Tage. Bupp. So, Razzia gegen Führung der breiten Sozialisten. Die Razzia gegen die Führung der breiten Sozialisten war erfolgreich. Die Polizei hat die wichtigsten Anführer in Gewahrsam genommen und den breiten Sozialisten damit einen schweren Schlag versetzt. Sie können uns keinen Ärger mehr machen. Wir kriegen politische Macht dazu. Brauchen wir auch dringend. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Breite Sozialisten. Gut. Nehmen wir nochmal die Razzia. Da gehen die dann auf 0. Weil wir minus 15 Fraktionsbeliebtheit haben. Das ist wichtig. 30 Tage. Hier oben kommt der Minister dazu. Wo haben wir denn? Nazi-Sympathisant. Monatliche Meinung gegen Ideologie. Tägliche Beliebtheit Faschismus plus 10. Da haben wir der Demokrat, Faschist, Industrieller.
Hier ist er. So, nehmen wir. Dementsprechend steigt es auch. Also guckt, hier ist es rot. Und rot heißt, dass es steigt. Weil wir eigentlich hier sozusagen neutral sind. Durch den Boris den Zweiten. Aber hier müssen wir gucken, dass wir über die 50% kommen. Und, oder auf die 50%. Und das ist enorm wichtig. Dass wir dann auch dementsprechend weitergehen können mit entsprechenden Tech Trees hier drüben. So, wir sind gegen die Sozialen vorgegangen. Jetzt geht es hier oben geht es gegen die Kommunisten. Da müssen wir dann auch noch mitwirken. Jetzt laufen die 9 Tage aus. Dann ist hier 0-0. Und dann müsste eigentlich das Neue mit dabei sein, dass wir die breiten Sozialen zerschlagen können. So, Spanien ist am Start. Jetzt können wir das dann als nächstes machen. Können wir dann Freiwillige rüber entsenden. Ganz wichtig. Manpower haben wir natürlich keine. Wie soll es auch anders sein? So, breite Sozialisten zerstören. Das können wir hier. Es ist an der Zeit, die Gruppe namens breite Sozialisten den Todesstoß zu versetzen und das Land ein für alle Mal von dieser Bedrohung zu befreien. Machen wir. Klicken wir drauf. Breite Sozialisten zerstören. Jetzt läuft es 30 Tage ab. Und dann sind die hier auch weg. So. Du brauchst auch nicht mehr lange. Ein paar Tage. Sehr gut. So, den Kommunisten haben wir jetzt einen Schlag versetzt. Wir unterstützen jetzt... er ist 3000 Mann starke. Ja, kann ich leider nicht anbieten. Habe ich nicht. Aber wir probieren das einfach mal so. Wir sagen, hier am Hafen. Hier. Du. Wir wollen dir... Expeditionstruppe. Wir müssen demselben Bündnis angehören. Ja. Krieg kämpfen. Oh. Militär. Attaché, Lizenz, Leibhacht, nein. So, gucken wir mal nochmal rein. Nein, in dem Fall muss ich... In dem Fall funktioniert das so nicht. Alles klar. Und Schwerpunkt... Kann ich nicht nehmen, mir fehlt die Mannstärke. Wir sind hier gegen die Kommunisten vorgegangen. Der Weg zu einem Großbulgarien. Ist die frühe Mobilmachung. Veränderung der Belebtheit hinsichtlich Faschismus. Nationalismus fördern. Politische Machtbasis, Stabilität, Kriegsunterstützung. Das ist die Verfassung. Pressefreiheit. Ah, jetzt bloß nichts Dummes machen. Hochgeschwindigkeit, Zivilfabriken, Wirtschaftsgesetz, Kosten. So. Extrem rechte Organisationen erlauben. Nehmen wir die. So. Mazedonische Organisationen unterstützen. Genau. Denen müssen wir aber dann erst was geben. Stabilität, Kriegsunterstützung. Später will ich dann den Zar entthronen. Da kommt dann jemand anderes an die Macht. Die Verfassung. Agrarunion kriegt was dazu. So, was steht denn hier drin? Wir müssen anfangen, unsere Wirtschaft anzupassen, damit sie die bevorstehende Mobilmachung der bulgarischen Armee überstehen kann. Denn der Weg in ein Großbulgarien erzeichnet von Krieg und Konflikt.
Realität. Wir gehen auf die frühe Mobilmachung. Was ist denn jetzt gerade drin? Ach, Toaster. Ja, das machen wir. Ja, das ist wenigstens minimal besser. Die nehmen wir doch. Starten wir hier durch. Frühe Mobilmachung. Geht klar. Hier rattert das durch. Ansonsten können wir die Parteien verbieten, wenn wir wollen. Demokratische Parteien verbieten. Also den hier gleich den Garaus machen. Das steigt langsam. So, breite Sozialen zerstören. Bam, sind die dann weg. Interessieren uns dann nicht mehr. Die 11. Olympischen Spiele. Effekt endet. Arbeiterstreiks. Gut, der Malus ist jetzt weg. Und breite Sozialen zerstört. In den letzten paar Wochen hat die Polizei die Überreste der breiten Sozialisten beseitigt, nachdem die Gruppe nach der kürzlichen erfolgten Verhaftung der Anführer bereits extrem geschwächt und desorganisiert war. Wir können nur mit Gewissheit sagen, dass die breiten Sozialisten in Bulgarien nicht mehr existieren, wovon das Land und die Regierung nur profitieren könnte. Es hat ganz schön lange gedauert. So, dafür kriegt der Rest plus 5 an Loyalität. Wir kriegen richtig politische Macht dafür und Kommunismus bekommt ein bisschen was an Minus dazu. Gut. Nein, die wird auf keinen Fall legalisiert. Wir legalisieren hier die Nationalisten. Jetzt kriegen die mal was Schönes dazu. Dann geht's hier rein Richtung Berater. Wir haben Faschist. Okay, müssen wir reinschauen. Anführer Kraunion, Reformer, Revolutionär, Kommunist, Schüler des... hat Minister von der Nationalisten ernannt. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Was haben wir da? Monatliche Meinung, Frauenrechtler, Faschist. Zivilfabrik, Forschung gibt er dazu, Neutrale, gibt halt Faschismus, Kommunismus, Kommunismus. So, also, du kommst, was hat der? Politische Machtzuwachs, wöchentliche Stabilität, der kommt mit dazu. Hier. Der Weg zu einem Großbulgarien. Da gehen wir dann richtig ins Plus. Manpower. Wir brauchen Manpower. Wo haben wir das denn? Kriegsunterstützung, Faschismus. Ich nicht die gemacht? Ach so, 30% brauchen wir mindestens dafür. So, hier ein bulgarische Irredentismus. Bekommen wir Stabilität, Kriegsunterstützung, Kriegsziele zu rechtfertigen. Aber ich glaube, wir hauen erst den Break rein und dann mache ich einen kurzen Brainstorm-Alarm und dann gucken wir in der nächsten Folge, was ich nehme. Somit sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!